Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen Haul von mir. Ja, ich weiß, einen Haul gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und jetzt fragt ihr euch alle, ein Haul? Wie kann denn die überhaupt einkaufen gehen? Die hat doch nie Kohle. Und ja, das ist tatsächlich so. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich kein einziges Gewinnspiel auslasse. Ich nehme jedes Gewinnspiel mit, was mir über den Weg läuft. Und so war es auch diesmal. Ich scroll so durch Facebook und auf einmal kommt mir so eine Anzeige entgegen. Love to Shop App. Ja, da dachte ich mir, gut, was bringt mir diese App? Diese App zeigt dir von dem Shoppingcenter, wo du immer hingehst, welche Läden irgendwelche Angebote haben oder wo Sale ist oder sonst was. Und dabei stand, dass es ein Gewinnspiel geben wird. Und zwar, dass man, wenn man sich diese App runtergeladen hat, im Hauptbahnhof Leipzig, was ich bei mir ausgewählt hatte, an einem Glücksrad drehen kann und so einen Gutschein-Coupon gewinnen kann. Dann gab es aber noch eine zweite Aktion. Und zwar wurde dort von Vox und Shopping Queen, die Sendung kennt ihr bestimmt, ein Laufsteg aufgebaut. Und zwar gab es da eine Fotoaktion, da konnte man sich fotografieren lassen. Und wenn man das auf Instagram hochgeladen hat, unter dem Hashtag Leipzig Hauptbahnhof, konnte man an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, natürlich habe ich da mitgemacht. Wie einige von euch, die mir auf Instagram folgen, bestimmt schon mitbekommen haben. Ich habe dann also mitgemacht und ich muss euch sagen, mein Bauchgefühl täuscht mich nie. Und diesmal hatte ich so ein Bauchgefühl, ich gewinne. Ich wusste es. Da habe ich eigentlich nur noch auf die Nachricht gewartet, weil ich wusste ja sowieso, dass ich eine bekomme. Einfach so, aus dem Nichts. Ja, dann haben die aber den ganzen Tag nicht geschrieben. Und dachte mir so, dann schreiben die wahrscheinlich irgendwann in der Nacht. Bin ich den nächsten Tag aufgewacht, gucke so auf mein Handy, Nachricht von Leipzig Hauptbahnhof. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und ich dachte mir so, okay, cool, weil es hat mich nicht überrascht, weil ich wusste es. Ich habe den dritten Platz gemacht, ich habe 50 Euro gewonnen und 10 Dosen Shopping Queen Seco. Ich habe eine Dose hier, die kann ich euch mal zeigen. Hier, einmal irgendwie Rhabarber. Dann habe ich meinen Gutschein abgeholt und war dann direkt am nächsten Tag auch shoppen. Mein Lieblingsladen im Leipziger Hauptbahnhof ist Tally Whale oder Tally Rachel. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich glaube Tally Whale. Deswegen bin ich dahin. Und die hatten so einen krassen Sale. Ich habe tatsächlich auch meine ganzen 50 Euro in diesem Laden gelassen und habe sogar noch 4 Euro dazu bezahlt. Ja, und die Sachen will ich euch heute vorstellen. Und zwar das erste habe ich schon an. Das ist auch das T-Shirt, was mir da als erstes ins Auge gesprungen ist. Und zwar hat es ursprünglich, glaube ich, 20 Euro gekostet und ich habe es für 2,99 Euro bekommen. Und das ist wirklich jetzt mein Lieblings-T-Shirt, weil ich liebe diesen Rosenprinz. Das ist sind ja keine Prinz, das sind Patches. Und die stehen auch so leicht ab und sind halt so steif und oh, das sieht so cool aus. Das zweite, was auch richtig gut runtergesenkt war, war eine Art Sport-BH, ist aber ziemlich stylisch. Das heißt, man könnte es quasi auch mit einer High-Waist-Hose tragen, mit Cardigan drüber, ohne irgendein Oberteil drüber. Und zwar ist es dieser Sport-BH hier. Der ist zweilagig und den finde ich ziemlich nice. Und der hat mich 3,99 Euro gekostet. Dann habe ich ein Kleid gefunden, was ich so schön fand. Und zwar ist es das hier. Und das hat am Rücken auch mega den schönen Ausschnitt mit Schleife und so. Und zwar war es das Einzige, was noch da war, auch letzte Tagessale für 6,99 Euro. Und das war in der Größe XS. Und ich habe zurzeit Größe M. Dann habe ich es einfach mal mitgenommen und anprobiert. Und letztendlich habe ich reingepasst und dachte mir so, ey, das nehme ich sowas von mit. Das nächste, was ich nicht im Sale geholt habe, ist dieser Pullover. Den finde ich mega süß, weil da einfach University of New York drauf steht und es ist ein Dino drauf gedruckt. Ein Dino. Dinos sind mega cool. Einen schönen Stoff und er ist cropped und hat total schön lange Ärmel. Und als ich das, ich dachte erst, gut, vielleicht sieht es auch nicht so gut aus, wenn du den anhast. Aber Mama hat gesagt, ich soll mir noch was für den Herbst kaufen. Also habe ich den einfach mal anprobiert und der hatte so einen komischen Schnitt, der sah an mir total cool aus und deswegen dachte ich mir, gut, auch wenn er nicht im Sale ist, holst du ihn ja trotzdem, weil ich gucke immer auf alles Reduzierte. Ich gehe nur auf Sale, weil ich mir alles andere gar nicht leisten kann. Deswegen gehe ich auch mega selten shoppen, sondern kaufe alles nur auf Kleiderkreisel, weil da kostet es einfach viel, viel weniger, auch wenn es noch gar nicht getragen wurde. Dann habe ich noch eine kurze Hose gebraucht und da habe ich diese Hose hier gefunden, die ebenfalls im Sale war. Die ist high-waisted, hat auch 6,99 Euro gekostet, macht einen richtig tollen Hintern.
Dann das zweite Teil, was ich mir auch nicht im Sale geholt habe, was auch 15,99 € gekostet habe, und ich fand den Schnitt so geil. Und den Print habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Und zwar ist das das hier. Ich finde das so nice. Ich habe noch nie so ein Mickey Mouse T-Shirt gesehen. Und dann, weil das auch so gehälftet ist und dann halt mit diesem Ausschnitt. Und als ich das gesehen habe, war es um mich geschehen. Und es fühlt sich so gut an. Ich hatte es gestern schon an, habe es aber wegen des Videos noch nicht in die Wäsche geschmissen. Das hatte ich auch schon vor 2 Tagen an, habe es auch noch nicht in die Wäsche geschmissen. Das kommt jetzt gleich in die Wäsche. Ja, und dann hatte ich meine 53 € voll. Und dann bin ich am Schmuckstand vorbeigekommen. Da gab es auch Sale auf den Schmuck. Und da habe ich eine Kette gesehen. Da dachte ich mir, so eine geile Kette habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und die war runtergesetzt auf 99 Cent. Und seht ihr euch mal bitte an. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch die Sachen genauso gut gefallen haben wie mir, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert, ob ihr auch gern bei Tally Whale einkaufen geht. Und ob ihr auch so gerne an Gewinnspielen teilnehmt. Apropos Gewinnspiel, wie gesagt, zum 1000 Abonnenten-Special wird es ja auch noch ein Gewinnspiel geben. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und auch um das Gewinnspiel nicht zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich total freuen, wenn ihr es überall teilt, auf Facebook und sonst wo, damit unsere Community noch weiter wachsen kann und wir eine große, starke Familie werden. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, hoffe ich. Wir sehen uns und bis bald. Bye!